Hallo alle miteinander. Ja, willkommen zu einem neuen Part. Ja, wir haben ja in den letzten Teilen schon die Holsteiner Hengste und die anderen beiden Hengste fertig gemacht und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir die Stuten. Dazu habe ich den Hengst-Template, den ich hatte, ein bisschen verändert. Also ich habe hier die Nase ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, also die Ramsnase ein bisschen weggemacht, den Hals ein bisschen dünner, weil Stuten haben ja nicht so einen kräftigen Hals wie Hengste, also die meisten jedenfalls nicht. Und ja, jetzt habe ich gedacht, fangen wir dann direkt mit der ersten Stute an. Die soll eine Falbenstute werden. Ich habe ja auch mein Falbenfell quasi vorgespeichert, aber das wollte ich noch ein bisschen abändern, weil mir das zu gelblich ist. Ich würde das gerne noch ein bisschen anders machen. Das mache ich jetzt mal mit euch. Das könnte auch ein bisschen länger dauern. So wie es aussieht, hat er noch die ganzen Fellfarben noch gar nicht geladen. Das wäre natürlich doof. Aber der Falbe ist, glaube ich, auch genau hier der ganz erste. Ist die Frage, ob der oder... Nee, genau, der ist es. So, also mir ist der ein bisschen zu gelb. Oder die, es ist jetzt eine Stute. Ja, und die ändern wir jetzt ein kleines bisschen ab. Ja, was kann ich euch über die Stute sagen? Dass, also die Stute wird Counting Stars heißen. Ja, wird eben Zuchtstute sein und wird wahrscheinlich, ich werde die noch ein bisschen größer machen. Ups. Ja. Dann nehmen wir uns jetzt mal dieses Fell und machen das ein bisschen so, wie ich das möchte. So, und dann gucken wir mal, ob das dann hinterher so aussieht, wie ich das mir vorgestellt habe. So. So, ja. Okay, gut, die sieht jetzt irgendwie viel rötlicher aus. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, nochmal neu. Ist ein bisschen schwierig. Vielleicht machen wir das so einfach ein bisschen. Das soll eigentlich auch nicht zu... Das ist jetzt gerade sehr schwierig. Also ich weiß so ungefähr, wie die aussehen soll, aber es ist echt nicht so einfach. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, also irgendwie egal, was ich hier verändere, das merkt man irgendwie kaum.
Ja, und so finde ich das schon viel besser. So. Ja, ich merke gerade, ich rede wieder ganz wenig. Tut mir sehr leid. Jetzt habe ich, glaube ich, ganze 5 Minuten oder so nicht geredet. Ja, das liegt daran, dass ich dann irgendwie immer etwas konzentriert bin. So, ich glaube, so finde ich die aber sehr schön. Also so ist die auf jeden Fall, obwohl die Punkte hier hinten sind ein bisschen dunkel. Wo liegen die denn? So. Gut. Ja, die bekommt gar keine Abzeichen im Gesicht. Ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht das Gesicht noch ein kleines bisschen dunkler. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Mal gucken, wie ich das mache. So, genau. Dann machen wir hier vielleicht noch, dass wir die in derselben Farbe ein bisschen dunkler machen. Um die Augen rum. Gut, eigentlich können wir die auch. Okay, ich soll ja ein bisschen laden. So, dass wir die jetzt alle ganz schwarz machen. Und das hier einfach nur ein bisschen dunkler. Irgendwie finde ich, sieht das immer auf der linken Seite vom Pferd viel kräftiger aus als auf der rechten. Aber ich glaube, das ist hinterher egal. Ja, okay, also so soll die auf jeden Fall aussehen. Und den Westfalenbrand machen wir noch weg. Da kommt jetzt ein Holsteiner Brand hin. Und die Hufe müssen wir gleich auch noch einmal machen.
So, ich überlege gerade, ob das mit den Beinen so gut aussieht. Oder ob wir die alle ein klein bisschen weniger machen. Das sieht, glaube ich, dann nicht ganz so hart aus. So. Ja, das finde ich sieht jetzt ein bisschen schöner aus, weil es der Übergang nicht ganz so hart ist. Ja, jetzt zu den Hufen. Die machen wir einen Ticken heller, so. Ja, wir haben jetzt glaube ich auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber der Rest müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Ja, ich würde sagen, so ist sie jetzt erstmal von der Fellfärbung her fertig. Dann speichern wir die mal ein. Dann machen wir jetzt noch die Mähne. Da muss ich noch mal ein bisschen überlegen, wie wir die machen, was die für eine Mähne bekommt. Also klar, auf jeden Fall eine sehr dunkel, also ich weiß jetzt, ich glaube nicht nachtschwarz, also so ganz tief dunkelschwarz, weil ja die Beine jetzt auch nicht so schwarz sind und das sieht ja sonst ein bisschen komisch aus. Aber vor allem auch, was sie halt für eine Mähne bekommt. Also gucken wir jetzt erst einmal, so würde die eingeflochten aussehen. Dann machen wir jetzt aber erstmal die Farbe richtig. Ja, das ist ja zum Beispiel als Farbe schon mal nicht schlecht. Aber wir wollen das ja noch etwas anders haben. Also jetzt kann man nochmal gucken. Den Zöpfchen eingeflochten. Ja, sieht doch echt süß aus. Die Stute. Das finde ich ist eigentlich gar nicht schlecht. Die sieht mir immer zu unecht aus. Irgendwie, die würde zwar auch echt gut passen, aber die hängt irgendwie in den Sattel rein. Eigentlich ist die ganz cool für die, finde ich. Weil die sieht ein bisschen natürlicher aus als die. Oder? Ja, ich glaube, das ist besser. Ja, ja. Dann machen wir auch noch schwarz. So, okay, ich würde sagen, so sieht die ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier kommt noch eine andere Satteldecke. Da finde ich eigentlich, ich habe ja bei Cupido, glaube ich, war das, die helle, helle violette Schabracke gespeichert. Ich glaube, die würde hier ganz gut stehen. Ja, so, der Timer ist abgelaufen. Ich mache die jetzt noch ganz schnell zu Ende. Ganz, ganz schnell. Die hier. Genau. Ja, ich finde, so können wir die eigentlich lassen. Hufeisen hat sich schon drauf, das habe ich eben noch geändert. Ach ja, Namen könnte sie natürlich auch noch bekommen. Counting Star. Okay, geht nur Counting Star, nicht Counting Stars. Aber ich finde, Counting Star ist vielleicht auch schöner als
Counting Stars im Plural. Ja, okay, gut. Das ist jetzt erstmal die erste Stufe und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo ich dann die nächste Stufe mache. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, tschüss!